Über Pharmakonzerne, Gewinnmaximierung und Gesundheit. Ausschnitte aus einer Analyse von Professor Christian Kreis über die Gewinne der Pharmaindustrie und ihre Motive. Professor Kreis sagt, die Existenzberechtigung börsennotierter Konzerne besteht im Erwirtschaften ständiger, hoher und langfristig steigender Gewinne. Sie müssen alles tun, um ständig ihre Gewinne zu maximieren. Was wäre also das Schlimmste, was gewinnmaximierenden Pharmakonzernen passieren könnte? Von Natur aus gesunde Menschen mit natürlicher Immunität und ohne Angst. Christian Kreis ist Professor an der Hochschule Aalen für Finanzierung und Volkswirtschaftslehre und Autor von bisher 7 Büchern, in denen er sich für eine gerechtere Wirtschaft und Gesellschaft und kritisches und aufgeklärtes Verbraucherverhalten einsetzt. Der ganze Text mit allen Quellenangaben erschien auf den Nachdenkseiten.de. In einem Interview zu Gewinnstrategie von Finanzkonzernen kam Christian Kreis auf die Pharmaindustrie zu sprechen. Dort äußerte er: Ich war viel an den Börsen tätig, früher als Investmentbanker, und ich habe den Eindruck, dass heute in der Politik eben sehr, sehr stark die Interessen von relativ kleinen Kapitalgruppen berücksichtigt werden. Dass also eine massive Lobbyarbeit stattfindet von sehr vermögenden Leuten, von den großen Konzernen, von den Milliardären hinter den Konzernen, und dass ein großer Teil der Politik sehr stark durch die Konzerne gesteuert ist. Und das ist nie zugunsten der Menschen. Das ist nie zugunsten der Menschen. Die meisten Menschen glauben, gewinnmaximierende Konzerne, auch alles in allem, machen die doch Gutes für uns. Aber nur ein einziges Beispiel: gewinnmaximierende Pharmakonzerne, also die Pillen verkaufen und Medikamente verkaufen, für die wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte, der gesunde Mensch. Menschen. Also nur um sich das mal klarzumachen, ein gesunder Mensch, das ist ein Albtraum für den Pharmakonzern. Sie wollen auch nicht, dass wir früh sterben, sondern sie wollen am besten ab dem 2. Lebensjahr bis zum 80. ständig Insulin oder Allergiemittel. Die wollen uns möglichst lange, möglichst siech haben. Das wäre eigentlich das Ideal der großen gewinnmaximierenden Pharmakonzerne. Also insofern eine Gesundheitsindustrie, das gleiche gilt für Krankenhäuser mit ein bisschen Abstrichen, eine gewinnmaximierende Pharmaindustrie zu glauben, dass die uns gesund macht, das ist einfach ein Denkfehler. Das kann gar nicht sein. Und das möchte ich sagen, das ist geradezu ein mephistophelischer Gedanke. Er sagt, wir machen euch gesund, wir machen riesige gewinnmaximierende Pharmakonzerne. Und der Gedanke ist absolut mephistophelisch, der ist falsch, der ist lügenhaft. Sie werden uns nie gesund machen, denn der Albtraum wäre, dass wir gesund sind. Ich sage nicht, dass sie uns krank machen. Das sage ich nicht. Ich sage nur, sie haben keinerlei Interesse an gesunden Menschen, an Prophylaxe, an gesunde Bewegung, an viel Sport, an wenig Medien. Das ist alles schlecht für die Profite. Also wir werden eine ganz bestimmte Ausrichtung unseres Gesundheitssektors bekommen, wenn wir diesen gewinnmaximierenden Konzernen das Wohl und Wehe unserer Gesundheit in die Hand geben, also was nicht gut ist. In seiner Analyse über Pharmakonzerne, Gewinnmaximierung und Gesundheit, veröffentlicht am 1. August 2022, schrieb er: Am 28.07.2022 veröffentlichte Pfizer die Zahlen für das zweite Quartal 2022. Die Zahlen von Pfizer sind besonders interessant, weil der US-Pharmakonzern den Covid-Impfstoff Comirnaty zusammen mit BioNTech entwickelt und vertrieben hat. Comirnaty ist der am häufigsten verwendete Corona-Impfstoff in Deutschland. Bis Ende Mai 2022 wurden in Deutschland offiziell insgesamt etwa 180 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus Covid-19 durchgeführt. Davon waren 132,6 Millionen von BioNTech Pfizer, also etwa 74%. Die Bruttogewinnmarge wird zwischen den beiden Unternehmen 50-50 geteilt. Pfizer erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2022 einen Gewinn von 17,8 Milliarden, plus 70% gegenüber dem Vorjahr. Impfstoffe, im Wesentlichen Comirnaty, machten 25,3 Milliarden bzw. 47% des Umsatzes aus.
Also knapp die Hälfte des Umsatzes von Pfizer kommt momentan aus den Covid-Impfungen. Im Gesamtjahr sollen mehr als 50% des Konzernumsatzes aus Covid-Bekämpfungsmitteln stammen. 32% von Comirnaty und 22% durch das Medikament Paxlovid. Für Marketing, Information und Verwaltung gab Pfizer im ersten Halbjahr 5,6 Milliarden aus, für Forschung und Entwicklung 5,1 Milliarden. Die Unternehmensmission von Pfizer ist nach eigener Aussage Mehrwert für unsere Patienten und Aktionäre schaffen. So sollte man meinen, dass Forschungs- und Entwicklungsausgaben, F&E, für neue Präparate eine stark dominierende Rolle spielen. Denn nur aus F&E-Ausgaben heute können sinnvolle Präparate für morgen entstehen. Das trifft aber interessanterweise nicht zu. In den ersten 6 Monaten 2022 machten die F&E-Ausgaben weniger als 10% vom Umsatz aus. Den Jahresüberschuss, Gewinn nach Steuern, schätzte Pfizer dreimal so hoch ein wie die Investitionen in neue Medikamente. Er soll 35 Milliarden Dollar oder 35% vom Umsatz betragen. Das ist der bei weitem höchste Gewinn, den Pfizer jemals hatte. Von solchen Gewinnen und insbesondere von solchen Gewinnspannen können andere Unternehmen nur träumen. Das zeigt auch der Aktienkurs von Pfizer, der 2021, als die Impfungen hochliefen, einen ziemlichen Jubelsprung machte. In diesem Zusammenhang könnte man die Frage stellen, wer die Preise für die Impfpräparate mit welchen Argumenten festlegt. Jedenfalls scheinen Pfizer BioNTech bei diesen Verhandlungen nicht am kürzeren Hebel zu sitzen. Die Aktionäre scheinen dem Unternehmen deutlich mehr am Herzen zu liegen als die Patienten. Das sieht man auch an anderen Zahlen. Im ersten Halbjahr hat Pfizer 4,5 Milliarden Dollar Dividenden ausbezahlt sowie 2 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aufgewendet. Die Aktionäre bekamen netto, also 6,5 Milliarden Dollar ausgeschüttet. Das ist deutlich mehr als die gesamte Forschung und Entwicklungsausgaben in diesem Zeitraum. Auch für Marketing, Information und Verwaltung gibt Pfizer mehr Geld aus als für die Erforschung neuer Medikamente. Was geschieht, wenn Pharmakonzerne zwischen Gewinn und Gesundheit wählen müssen? Werfen wir dazu einen Blick in die jüngere Wirtschaftsgeschichte. Ein gewisses Aufsehen erregte der Fall Paroxetin, ein Antidepressivum für Kinder von GlaxoSmithKline, GSK, ab 2004. GSK wusste durch interne Studien, dass das Medikament Paroxetin keinen Nutzen bei der Behandlung von Depressionen bei Kindern erbringt. In einem internen Dokument von GSK heißt es: Es wäre wirtschaftlich inakzeptabel, einen Vermerk über die Unwirksamkeit aufzunehmen, denn das würde das Profil von Paroxetin unterminieren. Umgangssprachlich ausgedrückt, ein Hinweis auf die Wirkungslosigkeit des Medikaments würde die Umsätze, zu Recht, einbrechen lassen. Denn wer gibt seinem Kind schon ein Medikament, von dem der Hersteller selbst sagt, dass es wirkungslos ist? Dennoch wurde Paroxetin allein in Großbritannien ein Jahr nach diesem internen Memo 32.000 Mal an Kinder verschrieben. In insgesamt 9 weiteren Studien in den Folgejahren konnte durch GSK keine Wirksamkeit des Medikaments bei Kindern festgestellt werden. Doch nicht nur, dass Paroxetin keine Wirkung bei der Behandlung von Depressionen hatte, es hatte besorgniserregende Nebenwirkungen, insbesondere eine Erhöhung der Suizidgefahr, was GSK durch interne Studien wusste, jedoch nicht nach außen mitteilte. Bei GSK wusste man, dass das Medikament Kindern verschrieben wurde und man kannte das Risiko, hatte sich jedoch entschieden, diese Information nicht weiterzugeben.
Peter Götzsche berichtete Ähnliches zu dem Medikament Zoxib von Pfizer, das seiner Ansicht nach erheblich mehr Schaden als Nutzen stiftete und seiner Einschätzung nach viele Leben kostete. So schrieb er in seinem 2013 erschienenen umfangreichen Buch Pfizer fuhr damit fort, sein Produkt zu schützen, anstatt das Leben der Patienten. Diese Medikamente waren sicherlich besonders schlimme Fälle. Allerdings kommen viele unabhängige Forscher, die sich mit der Gesundheitsbranche beschäftigen, zu dem Ergebnis, dass Gewinne in der Regel für die Pharmakonzerne oberste Priorität haben und dass man fast alles tut, um die Gewinne zu maximieren. Die Werbeausgaben der Pharmaindustrie sind verblüffend hoch. In der jüngeren Geschichte waren sie normalerweise immer deutlich höher als die Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Medikamente. So kommt Ben Goldacker in seinem 2012 erschienenen, umfangreichen, gut recherchierten Buch zu dem Ergebnis: Ein Viertel der Pharmaausgaben fließt ins Marketing, zweimal so viel wie in Forschung und Entwicklung, und das Geld dafür liefern wir über unsere Medikamente. Wir bezahlen für Arzneimittel den enormen Aufschlag von 25%, damit viele Milliarden Euro jährlich für die Herstellung von Materialien ausgegeben werden können, die Ärzte gezielt verwirren und die evidenzbasierte Medizin untergraben. Was geschieht, wenn bei börsennotierten Pharmakonzernen Interessenkonflikte zwischen Gewinnmaximierung und Gesundheit vorliegen? Der dänische Medizinforscher Peter Götzsche, langjähriger Direktor des Nordic Cochrane Centers sowie Professor für klinisches Forschungsdesign und Analyse an der Universität Kopenhagen, gab darauf 2013 folgende Antwort: Wenn Journalisten mich fragen, was ich von den ethischen Standards der Pharmaindustrie halte, antworte ich oft mit einem Scherz. Oder ich sage, ich hätte keine Antwort, weil ich nicht beurteilen könne, was nicht existiert. Der einzige Standard der Branche ist das Geld, und der Wert eines Menschen hängt davon ab, wie viel Geld er einbringt.